Was geht ab, Leute? Satan ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Tear Away Unfolded. So, dann gehen wir nochmal auf den Winterberg. Guck, was hier ist. Ja, komme ich nicht hoch. Tut mir leid, wenn ich mich momentan etwas komisch anhöre, aber leider bin ich etwas verschnupft. Es ist kalt hier oben, meine Hände könnten abfallen. Du bist doch nicht ohne Handschuhe gekommen, oder? Na, ich brauche ja eine Handschuhe. Kreiere einen Handschuh. Yeah. Wie hast du die so schnell gestrickt und sie sehen auch schön warm aus? So. This is so dangerous. Wow. Wow. Hello. Oh nö. Hä? Na tschüss. Ja, auf jeden Fall. Bin momentan etwas verschnupft, deswegen. Und hört meine Stimme ein bisschen verschnupft an. So etwas nasal. Und mein Hals spielt auch nicht so ganz mit, deswegen das ganze Reden ist eher kontraproduktiv eigentlich, aber naja. So ist das halt. Natürlich bin ich in meinem Urlaub krank. War ja klar. Up. Ab. Heute so. Fast geschafft. Galgenhügel. Psst, hey Curry, zeig uns was Verblüffendes. Bei dem Art des Wesens lass es schneien. Zeichne ein oben ist eine Schneeflocke. Okay. Das ist doch eine super Schneeflocke, würde ich sagen. Sehr beeindruckend. Das Loch im Himmel bringt nicht das Unheil. Schnipsel, Krähen, Wind und jetzt auch noch Schnee, als wäre es nicht schon kalt genug. Fell sieht im Schnee fantastisch aus. Ja.
Welcher Abwehrgabe ist, wirf mich drauf, schreck, jetzt verbreiter, mein Brüll wird in Luft erfüllen. Danke! Per! What the? Das hat echt gut getan. Du wirst dich brüllen und zusammen werden wir siegen. Vorwärts! Galgenhügel. Ein letzter Test für den Kurier und sein Wesen. Ihr werdet alle Tricks brauchen, um auf die Schneespitze zu klettern und die Nachricht zu überbringen. Yeah. In den Talverhalter erwartet er auf Neuigkeiten deiner Reise. Wir sollen diese Flagge markieren, damit alle sehen, wie weit du gekommen bist. Nee. Peter. Achso, ich muss da jetzt was drauf. Oh, schade, ich hab gedacht, ich kann wieder zeichnen. Peter, ess nicht diese Blumen. Nein, nicht auf den Laptop. Bewirkt diese Flagge wieder leicht vor der Hoffnung, dass jeder sieht. Ach, hier bitte. Du hast bereits so viel für uns getan. Wenn du einen Weg zum Gipfel freiräumst, wird jeder in Talfeld da sein, um dich zu bejubeln. Ja, die Schnipsel haben mir die Farbe gestohlen, nichts sind sie gerübelt. Die anderen Elche lachen schon über mich. Ich will aber nicht so aussehen wie sie. Machst du mir ein neues Fell, eins, das sonst keiner hat? Verwende deine Kamera, um ein Foto von etwas Hübschen zu machen. Diese Kamera schräg.
Ah, so. Aha. Wow, jetzt bin ich ja viel schöner als die anderen. Ha, danke. Ja, das sieht schon genial aus. Ein animierter GIF-Elch. Ja gut. Wow. Nein! Hup. Hup. Nein! Ach, come on! Ich bin schnell genug. Oh, das war knapp. Hallo. Was soll ich da sagen? Sie setzt Trends. So. Diese Krähen glauben, dass sie mich mit einem Käfig aus Eis aufhalten können. Oh, der Kurier des Wesenwendel, mein Ende setzen die fiedrigen Feinde. Ja, der bleibt auch stehen, du Mongo. Aua! Aua! Was ist denn du für einer? Boom! Wir sind jetzt aber schon wieder alle an dem Gipfel, schon verbrannt zum Gipfel. Gesehen, es reicht mit Eichel, das kann nur eingetan. Sie wachsen Eichen auf den Bergen. Na dann. Hallo, ich wollte zu meinem Chalet oben auf dem kalten Hügel. Gefährlich, ich weiß, ich hätte einen besseren Zeitpunkt wählen sollen, aber ich habe gehofft, einen Blick auf das Wesen werfen zu können. Willst du mich zum Gipfel tragen, bitte? Du kannst mich absetzen, aber verliere deine Briefmarke nicht, sonst müssen wir von vorne anfangen. Na toll.
schon. Ah, Ninja Fail. In your face. In your face. Hä, hey, wie komme ich denn da hoch? Achso, halt. Geh doch. Pow, pow. Wandelwind lässt mich den Wind. Ja, das ist mir schon klar. So. Endlich kann ich auch wieder leuchten. Oh nein! Das ist ein Hüpfschnipsel. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie zu besiegen. Ich bin zuerst auf sie drauf, um sie umzudrehen, drücke dann die Touchpad-Taste zum Zerquetschen. Oh. Tja, dann hat das kleine Eichhörnchen Pech. Nein! Ich laufe jetzt nicht noch zurück und hole das Eichhörnchen. Was ist denn da hin? Alter, sind das Mongos. Und... Oh, tschüss. Das ist Sprüche freiwillig in den Tod. So. Sind wir jetzt endlich am Gipfel angelangt?
Wohl nicht. Oh, wie ich dir eigentlich bin, bist du ganz so besorgt, dass ich wie eins aussehe. Oh Gott. Ah ja, jetzt fühle ich mich wie der Eichel, viel näher. Danke, Kurier. Ja. Na gut. Warum versuchst du nicht mal, mich in die Welt des Wesens zu werfen? Sobald du wieder in Leben als Körper bist, kann er mich zurückwerfen. Jawohl, Kreti, Vogelscheuche ist zurück. Aua. Man, in your face, bitch. Hätte ja klappen können. Ach so. Warte, Mongo. Ich kann ihn nicht fotografieren da oben. Hatte Pech gehabt. Nein! Yeah.
Halt, ich nehme noch eine Nuss mit, damit ich auch eine Bewaffnung habe. Und da geht's in your face. Jo. Attacke. Weg mit dir. Hui. Bam, Geschenk. Hallöchen, bin gerade auf der Bahn, ich bin wieder zurück. Striche, haha. Dies ist die Geschichte des Kuriers, der auf einen Berg stieg, um den Himmel zu erreichen. Doch sie ist noch nicht vorbei. Psst, schon wieder weiter hier, und wir haben wieder um meine Augen zu picken. Wartet nur ab, Kleine, ihr werdet für den Rest eures Lebens eine Träume von mir haben. Ja, kommt her. Wo seid ihr? Da. Bam. Nein. Miau. Was ist los, Peter? Alter! Kja, ja, babababa! Geht doch! So, und jetzt verscheuchen wir mal die Krähen. Geh mir schon auf den Keks. Ja. Ich bin die Wirbelscheuche. Ach nö. Tschüss. Aua! Und voll von hinten die Beine. Bam! Diese Schlitze glauben, sie können sich vor dir in diese fadenscheinige Eishöhle verstecken.
Schlage vor, du pustest und pustest und bläst sie weg. Bist du dafür bereit, mein schrägster Breiter Tritt zu rüber zu hören, Profi bei der Arbeit zu? Jetzt kommt's. Oh. Dreh magnifik. Diese Größe brauchst du auch, dass ich keine Fruchtideen wegwecken. Du! Da draußen! Fang! Mach mal richtig Krach! Zeig allen, dass du noch da bist. Gut so! Yeah! Kling, Glöckchen, Klingelingeling! Oh oh. Du hast alle beeindruckt, sogar Iota. Yeah. Von dieser Heldentat wird man in ganz Talfalter reden. Aber ihr müsst alles zurücklassen, wenn Iota die Nachricht überbringen soll. Beendet die Geschichte. Fliegt! Wischibus hat für den mächtige Windböen zu erschaffen. Nein, nein, nein. Was? Ich kann sehen, wo das hinführt. Ich glaube, wir brauchen eine unerwartete Wendung. Aber das geht doch nicht. Wir brauchen eine neue Geschichte. Eine mit Rätseln und Gefahren. Ich kenne da einen Ort. Wo willst du hin? Das ist nicht fair! Komm zurück! Ja gut, wo auch immer wir jetzt sind. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play TOA Unfolded. Ciao.